Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Bei uns geht es heute um die Zunahmen beim Filethäkeln. Ja, es ist ziemlich krumm und schief. Beim Filethäkeln ist immer wichtig, dass man spannt, wenn man fertig ist. Kurze Sache zum Video am Montag, weil es nicht kam. Das war sowas von schlecht, das war sowas von gruselig, das Video, dass ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht hochladen. Und ich hatte leider keine Zeit mehr, Neues zu machen, weil ich für das Video schon so viel Zeit gebraucht habe. Und das war aber echt gruselig, also das... Nee, das war richtig scheiße. Also, nächsten Montag kommt auf jeden Fall wieder eins. Vor allem kommt jetzt noch Post. Extra noch für die Stickvideos. Und dann können wir auch richtig loslegen. Gut, ihr Lieben. Also, heute geht es um die Zunahmen beim Filethäkeln. Und ich würde sagen, jetzt haben wir schon genug gequatscht. Wir legen sofort los. Gut, ihr Lieben, lasst uns loslegen. Wir fangen erstmal mit leeren Kästchen an. Um jetzt zum Beispiel am Reihenanfang ein leeres Kästchen zuzunehmen, müsst ihr einfach auf die Wendeluftmaschenanzahl achten. Und zwar braucht ihr, wenn ihr ein leeres Kästchen am Reihenanfang zunehmen möchtet, braucht ihr 7 Wendeluftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6 und 7. Dann wendet ihr das Ganze und macht in das erste Stäbchen der vorherigen Reihe ein Stäbchen rein. Und schon habt ihr euer zugenommenes Kästchen am Reihenanfang. Die Reihe mal schnell. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel am Reihenende noch eins hinzufügen möchtet, also dass das auch noch in derselben Reihe ist, dann geht ihr gleich wie folgt vor. Hey, durch da. So, letzte. Also, um ein leeres Kästchen noch ans Reihenende hinzuzufügen, damit es auch noch in dieser Reihe ist, braucht ihr 2 Luftmaschen. 1, 2, dann macht ihr 3 Umschläge, 1, 2, 3, wie für ein Dreifachstäbchen. Stecht dann hier unten, wo ihr das letzte Stäbchen reingehäkelt habt, auch nochmal ein. Holt euch den Faden und mascht das nun ganz normal wie bei einem Dreifachstäbchen ab. Oh, oh. Und 4. Und dann habt ihr euer zugenommenes leeres Kästchen am Reihenende. Und hier ist es am Reihenanfang. Wichtig ist später, gerade beim Filethäkeln, dass ihr die Sachen wirklich schön ordentlich spannt, damit das auch gut aussieht. Möchtet ihr jetzt am Reihenanfang mehrere Kästchen, mehrere leere Kästchen zunehmen? Beziehungsweise mehrere Kästchen, wovon das erste dann quasi auch leer ist, braucht ihr für die, also ich nehme jetzt mal 3 Kästchen zu. Das heißt, wir brauchen für die ersten beiden Kästchen, die wir zunehmen, jeweils 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und für das letzte, beziehungsweise dann, wenn wir gewendet haben, das erste in der Reihe, brauchen wir nochmal 7. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 und 7. Dann wenden wir den ganzen Spaß wieder, machen unseren Umschlag und arbeiten das erste Stäbchen in die 8. Masche ab der Nadel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
Und dann Stäbchen natürlich fertig machen. Und dann könnt ihr entweder geschlossene oder leere Kästchen machen. Wir machen jetzt hier mal noch ein geschlossenes zwischen rein. Zwei Luftmaschen, machen wir wieder ein leeres und hier zwei Luftmaschen auslassen. Das heißt, jetzt arbeiten wir ein Stäbchen in das letzte Stäbchen der Vorreihe und dann könnt ihr ganz normal eure Reihe weitermachen. Ich mache die mal schnell bis zum Ende und dann sehen wir uns gleich nochmal. Gut, ihr Lieben, ich bin jetzt am Reihenende. Und wenn ihr jetzt am Reihenende noch leere Kästchen zunehmen wollt, sagen wir zwei Stück, dann geht ihr auch wieder so vor wie vorher mit dem Dreifachstäbchen, und zwar zwei Luftmaschen, dann drei Umschläge. Dann stecht ihr wieder dort ein, wo ihr das letzte Stäbchen der Reihe schon reingearbeitet habt. Holt euch den Faden und macht euer Dreifachstäbchen ganz normal fertig. So. Und um dann nochmal eins anzuhängen, macht ihr auch einfach wieder eure zwei Luftmaschen, dann die drei Umschläge. Und dann seht ihr hier diese beiden Huppel. In den zweiten stecht ihr dann ein. Ihr könnt auch, dahinter liegt nochmal ein Faden, den könnt ihr mitnehmen, dann zieht es euch den einzelnen Faden nicht so lang. Holt euch den Faden daraus und mascht euer Dreifachstäbchen wieder wie gewohnt ab. 2 und 3. Und dann sieht der ganze Spaß so aus. Machen wir es noch einmal, damit es auch zwei Luftmaschen, dann drei Umschläge wie fürs Dreifachstäbchen. Dann habt ihr hier diese beiden Huppel, durch den zweiten durchstechen, optional auch noch durch den Faden dahinter. Na, jetzt bin ich abgerutscht. So. So, das ist manchmal ein bisschen gepfriemelt. Und dann ganz normal das Dreifachstäbchen wieder abmaschen. Und dann habt ihr leere Kästchen am Reihenende zugenommen. Gut, ihr Lieben, ich richte noch mal schnell was her, weil ich finde jetzt weitere Zunahmen, die wären da zu viel, weil ich brauche noch ein schönes Bild. Ich bin gleich wieder da und dann zeige ich euch, wie die Zunahmen mit vollen Kästchen funktionieren. Gut, ich habe ein bisschen was noch fertig gemacht hier. Und um jetzt ein volles Kästchen am Anfang der Reihe zuzunehmen, braucht ihr 5 Luftmaschen und keine 7, weil ja die beiden oberen Luftmaschen wegfallen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann wenden wir das Ganze und dann machen wir ganz normal unseren Umschlag, machen ein Stäbchen in die 4. Luftmasche ab der Nadel. In die nächste auch noch. Und dann natürlich noch in das erste Stäbchen der Vorreihe. Und schon habt ihr ein volles Kästchen am Anfang einer Reihe zugenommen. Also super einfach. Gehen wir mal zum Ende der Reihe. Also wollt ihr nun ein volles Stäbchen am Ende einer Reihe zunehmen,
geht ihr wie folgt vor. Ihr macht zwei Umschläge wie für ein Doppelstäbchen. Stecht dort ein, wo ihr das letzte Stäbchen der Reihe gemacht habt, holt euch den Faden und mascht ganz normal das Doppelstäbchen ab. So. Dann macht ihr wieder zwei Umschläge für ein Doppelstäbchen und stecht hier unten bei dem Doppelstäbchen ein. Also wirklich, hier fängt das Doppelstäbchen an und dort stecht ihr auch ein. Holt euch den Faden und mascht ganz normal das Doppelstäbchen wieder ab. Und das Ganze macht ihr dann noch einmal zwei Umschläge. Unten in den Anfang des vorherigen Doppelstäbchens einstechen. Faden holen und das Doppelstäbchen einfach fertig arbeiten. Einmal, zweimal, dreimal. Und so habt ihr ein volles Kästchen am Anfang einer Reihe zugenommen. Möchtet ihr nun mehrere volle Kästchen oder mehrere Kästchen allgemein am Anfang einer Reihe zunehmen, ist es fast wie mit dem leeren Kästchen. Also ihr macht, wenn ihr jetzt wieder drei Kästchen zunehmen wollt, macht ihr für die ersten beiden wieder drei Stück, also drei Luftmaschen, zwei, drei, eins, zwei, drei. Für das dritte haben wir dann vorher sieben Luftmaschen noch gebraucht, weil es ja leer war. Jetzt braucht ihr noch nur fünf. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Dann wendet ihr das Ganze, macht einen Umschlag und häkelt ein Stäbchen in die vierte Masche ab der Nadel. Und das macht ihr mit den nächsten beiden Luftmaschen auch noch. In jede kommt ein Stäbchen. Dann habt ihr schon mal das erste volle Kästchen eurer Zunahme und könnt euch jetzt entscheiden, was macht ihr bei den restlichen, macht ihr dort auch volle oder eben leere Kästchen. Wir schließen mal noch ein volles an. Das heißt, wir brauchen noch mal drei Stäbchen. Eins, zwei, und drei. Dann machen wir ein leeres, eins, zwei und machen ein Stäbchen in das letzte Stäbchen der Vorreihe. So haben wir jetzt drei Kästchen, wovon zwei davon voll sind, vor allem das erste, zugenommen. Und jetzt sehen wir uns gleich nochmal am Ende der Reihe wieder. Gut, wenn ihr jetzt mehrere volle Kästchen oder geschlossene Kästchen, je nachdem, am Ende einer Reihe zunehmen wollt, macht ihr das ganz einfach wie gerade vorher mit den Doppelstäbchen. Und denkt daran, ihr braucht pro Kästchen immer drei Doppelstäbchen. Das heißt, wenn ihr zwei zunehmen möchtet, zwei volle Kästchen, dann braucht ihr sechs. Wenn ihr drei zunehmen wollt, braucht ihr neun. Also, wir machen zwei Umschläge, stechen dort ein, wo wir das letzte Stäbchen reingearbeitet haben. Holen uns den Faden und machen das Doppelstäbchen. Dann wieder zwei Umschläge. Unten in den Anfang des vorherigen Doppelstäbchens einstechen. Faden holen. Und Doppelstäbchen arbeiten. Zwei Umschläge. Unten in den Anfang des Doppelstäbchens einstechen. Faden holen. Und Doppelstäbchen arbeiten. So, dann haben wir das erste Kästchen. Dann wieder zwei Umschläge. Wieder unten in den Anfang des vorherigen Doppelstäbchens einstechen, Faden holen
das Doppelstäbchen fertig machen. Also das ist wirklich gar nicht schwer, ihr müsst halt bloß auf die Anzahl achten. Merkt euch, ein Kästchen besteht immer aus 3 Maschen. Halte. Ihr könnt dann zum Beispiel auch natürlich ein leeres Kästchen zwischenrein arbeiten. Wenn ich habe jetzt hier 2 volle Kästchen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann mache ich einfach meine 2 Luftmaschen. Dann brauche ich 3 Umschläge. Steche dann wieder hier unten in den Anfang des Doppelstäbchens ein, des vorherigen. Hol meinen Faden und arbeite das Dreifachstäbchen einfach zu Ende. 2, 3. Also das könnt ihr dann zum Beispiel auch mit zwischenreihen arbeiten. Und wenn ihr dann ein volles Kästchen noch hinarbeiten möchtet, dann natürlich braucht ihr 2 Umschläge. Dann stecht ihr wieder in den zweiten Huppel hier ein, in den zweiten Faden. Holt euch den Faden und arbeitet euer Doppelstäbchen zu Ende. Dann das nächste. Und noch das letzte, damit das Kästchen fertig ist. So. Und dann habt ihr noch ein geschlossenes Kästchen hingehängt. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir es geschafft. Das waren jetzt also die Zunahmen beim Filethäkeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte es euch wieder gut genug erklären. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch eine schöne restliche Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.